Wieder einmal hat die Tigerhöhle ihren großen Abend. Ein neues Werk von Johann Strauss wurde heute im Licht von der Welt erblickt. Es gehört zur Tradition dieses Hauses, dass nach einer solchen Premiere die schönsten Melodien daraus hier noch einmal erklingen, gesungen von dem Hauptdarsteller oder der Hauptdarstellerin. So ist es sonst immer gewesen. Aber heute wollen wir einmal eine Ausnahme machen. Denn wir haben Verständnis dafür, dass unsere geliebte geistige... Pardon, verzeihung, Entschuldigung, Frau Direktor, nach der schweren Premiere ihre Ruhe haben möchte. Deshalb wollen wir sie heute nicht anstrengen, sondern ihr sogar noch etwas bieten. Und zwar aus Tradition, selbstverständlich, etwas aus der Fledermaus. Wenn mich mal einer kritisiert und nicht besonders schätzt, dann wird nicht lange protestiert, dann bin ich nicht verletzt. Ich gehe nur schleunigst aus dem Haus und such mir ein Quartier, aus dem mich keiner wirft hinaus und lad dann ein zu mir. Wem dann mein Trank nicht konveniert, der ist ein armer Tropf, dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Den werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie ich bitte, warum ich das wohl tu? Warum ich das wohl tu? Sie ist mal bei mir so sitte, chacun à son goût. Sie ist mal bei mir so sitte, chacun à son goût. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Na, was sagen Sie jetzt? Was nicht zu ändern ist. Ich weiß ein großes Vogelhaus, es ist nicht weit von hier. Manch Vogel flattert dort hinaus und findet kein Quartier. Drum lade ich Sie ganz höflichst ein, Verehrteste, ich bitte. Hier nun mein werter Gast zu sein, hier nun mein werter Gast zu sein. Verehrteste, ich bitte spazieren's gefälligst mit. Mach doch nur kein bös Gesicht, sei hübsch lustig, rolle nicht. Und fragst du einmal auf die Träume. Ja, sei ihr verziert. Brüderlein und Schwesterlein, wollen alle wir sein, stimmt mit mir ein.
Kollege. Aber jetzt erst, hier ist die Premiere der Fledermaus. Oh, was sag ich? Nein, mehr, viel mehr. Es ist die Geburt der Wiener Operette. Ovation. Ich bin glücklich, dass ihr es so auffasst und mir nicht böse seid. Aber keineswegs, mein Lieber, es war doch ein großer Erfolg. Aber wollen Sie mein Urteil hören? Ja, natürlich. Es hat mir gar nicht gefallen. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss zurück.